Willkommen bei der Xaurokiana Hammerball Meisterschaft. Yes, die dritte Runde wird sogleich beginnen. Nun auf der linken Seite Adako und auf der rechten Seite haben wir Killerschwein. Wird er seinen Namen alle Ehre machen? Bitte tretet ins Spielfeld, meine Freunde. Ja, ich bin gespannt, was uns heute erwarten wird. Der Ball wartet auf jeden Fall. Der Ball wartet auf jeden so, Fall. So, wer möchte Zahl, wer möchte Kopf? Genau, wer möchte Zahl, wer möchte Kopf? Adako schreibt Kopf. Kopf, okay. Kopf. Adako war schneller. Adako war schneller. So, passt auf und wir werfen eine Münze. Und es ist Kopf. Es ist Kopf. Okay, Adako darf anfangen. Wir werden loslegen und gespannt sein. Adako, Sie dürfen. Er positioniert sich, er und haut er schlägt daneben und schlägt und ja, er rollt, der Ball rollt, rollt in die Ecke. Killerschwein fängt ab, ja, oh, und Adako raus. Hat rausgeworfen. Killerschwein darf Einhorn. Genau, Killerschwein darf Einhorn. Wie wird er und handieren? Er schießt genau Richtung okay. Adako. Adako schießt daneben. Adako, Killerschwein ja. läuft, der Ball kommt an die Seite. Sie müssen natürlich beide noch erst ein bisschen Gefühl für den Ball geben. Ja, klar, natürlich. Oh, und er ist Killerschwein raus. Raus. Adako okay. Einhorn. Adako darf einhornen. Einhornen. Viel Erfolg, Adako. Er legt ihn sich genau in die Ecke und er schrägt ihn schlägt. Ja, er schlägt. Oh, das könnte interessant Killerschwein werden. Killerschwein hat ihn nicht geschafft aufzuhalten. Ja. Adako schießt rüber okay, zu dir. Ja. Nicht ganz so. Oh je, wird das Adako. Eieiei, das erste war. Erste Chance. Oh. Nein. Ja, das war nicht ganz. Oh, Killerschwein hat ausgespielt. Ach, Killerschwein hat. Okay, dann darf das Adako. Das ist jetzt für Adako natürlich eine sehr schöne Möglichkeit. Ich bin gespannt. Ja, er spielt Bande, oder? Was wird er machen? Na, er legt den noch weiter darüber. Ah, okay. Ich dachte, er spielt über Bande. Das wäre natürlich. Oh, das ist auch interessant. Knapp ans oh, Tor. Oh, das war präzise. Der Ball fliegt wieder dran vorbei ja, und das war raus. Nix. Nee, schade. Ja, war eigentlich. Ja, die haben sich schon untereinander ausgemacht. Oh, der Ball rollt. Der rollt sie rennen beide. Ja. Adako war schneller und aber trifft nicht. Oh. Killerschwein hat getroffen. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich würde jetzt ja. Was würdest du? Ich würde spontan sagen, dass Killerschwein ihn als letztes berührt hat. Würde ich auch sagen. So, aber Killerschwein. Adako schießt weit, aber er rollt genau auf die andere Seite. Raus. Jetzt darf Killerschwein einspielen, ein Horn. Wir werden schauen. Killerschwein ist jetzt natürlich ein leichtes in einer Hin und Her. Man kann noch nicht. Oh, das war sehr schräg. Adako läuft. Ja. Oh, ja! Adako. Oh, scheiße. Das erste Tor für Adako. Da steht es 1:0. Er freut sich und not schreibt, bad. Ja. Glückwunsch, Adako. Aber es ist noch nichts entschieden. Killerschwein, du darfst anfangen. Komm schon, das ist deine Chance. Dein Sieg ist nah. Der Ball rollt. Adako hält ihn auf, aber läuft vorbei. Ja, er will es. Ja, ja. Ein Tor für Killerschwein. Sehr gut. Oh, ich glaube, das spannend. War fast eher ein Eigentor von Adako. Oder Eigentor vom Torwart, je nachdem. Aber er steht 1:1. 1:1, eindeutig. Adako ganz klare Sache. Loslegen. Ich glaube, sie sind schon warm geworden. Das ging jetzt ganz schnell. Jetzt schauen wir mal. Okay, er blockt den Ball sehr gut. Oh, das war eine gute Chance, aber er hat nicht getroffen. Ja. Killerschwein versucht, den Ball loszuwerden. Ja, Killerschwein spielt schon in die richtige Richtung. Und? Was? Nimmt der Ball Torwart? Ja, nein. Ich versteh's nicht. Das war knapp. War echt knapp. Das war sehr knapp. Adako spielt ihn wieder rüber auf Killerschweins Seite. Killerschwein ist nicht einverstanden. Adakos Chance. Bande. Spielt ihn gegen die Wand. Oh. Aus Killerschwein darf einhorn. Killerschwein darf einhorn. Lauter Tiernamen. So, was wird Killerschwein tun? Er schlägt ihn aus der Ecke. Adako kommt an und schießt Killerschwein hat ihn abgewehrt. Oh, das geht schon in die richtige Richtung für Killerschwein. Oh, Adako schlägt dann den Killerschwein schießt Killerschwein. Das Blatt hat sich gewendet. Das 1:2 für Killerschwein. Man sagt immer die höhere Zahl zuerst. Ja, 2:1 für Killerschwein. Und dein Counter spinnt. Ja, der spinnt. Egal, wir wissen, dass es 2:1 ist. Ja. Unser Assistent kriegt das schon hin. Adako schlägt gegen Killerschwein. Es geht schon los. Es geht gegen die Bande. Komm schon, Adako.
gib dir Mühe. Wir wissen, dass du es kannst. Oh, und der Ball leckt. Und was ist jetzt ich los? Ich weiß nicht so genau, was passiert ist. Er ist auf jeden Fall knapp am Tor nicht vorbei. Er ist reingegangen. Es war aber verdammt knapp. Verdammt knapp, Junge, Junge. Killerschwein hat echt schlägt. Blut geleckt. Er will gewinnen. Man sieht es ihm Gesicht angeschrieben, auch wenn sie alle gleich gucken. Aber man sieht es. Man sieht es eindeutig. Adako. Und Adako legt los. Killerschwein hat wollte ihn aufhalten, wollte nicht gleich kontern. Hat nicht ganz geklappt. Und jetzt geht's wieder Richtung Adakos Tor. Ja. Oh, nein, 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 Schuss. Oh, aber der Torwart hat abgewehrt. Aber er ist trotzdem reingegangen. Adako, lass dich nicht unterkriegen. Killerschwein. 3:1. Wir haben noch. 6,5 Minuten zu spielen. Oh, der Ball rollt ja schon. Oh, der. Da wollte es Adako wissen. Und er hat 3:2. Den Kriegsfahrt gewählt und hat reingeschossen wie ein Gestörter. Noch ist unglaublich. Alles offen. Der Ball wird wieder in die Mitte gesetzt. Killerschwein rennt und schlägt. Adako geht gleich in. Nein! Er ist an der Adako. Was ist jetzt los? Der Torwart hat abgewehrt. War er drin. Der Ball leckt, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen, aber sie kämpft. Aber sie spielen weiter, also war er wahrscheinlich jetzt ist er drin. Killerschwein hat ein Tor geschossen. 4:2. Ach du Scheiße. Adako legt gleich los. Ja, genau. Er will es wissen. Er geht auch gleich. Und da das ist unglaublich. 4:3. Das ist unfassbar. Selbst der Counterzähler weiß der nicht mehr, was er tun soll. Der gibt gleich den Geist auf. Man darf hier nicht zu schnell drücken. Die zwei lassen sich auch nicht viel Zeit in den Zwischenpausen. Die nee, gehen gleich wieder das los. Ist wirklich hier sehr Killerschwein schießt. Verhalten. Adako schießt zurück. Killerschwein schießt ach, an ihm vorbei. Scheiße. Und nein, noch ein Tor. Ich das glaube, wir werden das erste Mal in der Meisterschaft die 8 Tore erreichen. Wir haben in der letzten Runde die 8 Tore erreicht. Hast recht. Adako meine Assistentin wieder ist wieder klüger als ich. Schießt und schießt und das war knapp vorbei. Das ist ja unglaublich. Die wollen es einfach jetzt wissen. Vorwärts, das ist ja unglaublich. Unglaublich, ja. Unglaublich. Adako schießt. Oh, das der war ja aber. Am Tor das vorbei. War gefährlich. Das war echt gefährlich. Sie streiten sich um den Ball. Ja. Und der Ball schlägt wieder irgendwelche Haken. Der war draußen. Und landet. Wer hat ihn rausgeschossen? Adako, glaube ich. Killerschwein. Oder Killerschwein? Okay. Sie haben sich untereinander ausgemacht. Oh Mann. Ich glaub, der Ball fliegt. Der fliegt. Das ist ja. Oh, und danke er für den Ball. Zu dir. Sie laufen da kommen beide die zwei angerannt. Streiten an den Ball. Da hauen die auf mich. Oh, Adako. Killerschwein hat abgewehrt. Not bad, not bad, not bad. Honigkuchenpups kämpft immer noch mit deinem Counter, der irgendwie gerade spinnt. Der Ball rollt Richtung Ecke. Jetzt Adako schießt vorwärts, Stückchen für Stückchen. Killerschwein will abwehren. Der Ball geht Richtung Tor. Für Adako. Adako hat ein Tor geschossen. So, bei wie viel sind wir denn jetzt? Bei 6? 4. Ja. 6-4 müsste es sein. Waren es 4 bei, ich glaube. Ja, 6-4. 6-6, nein. 6-6 kann nicht sein. 6-4. 5-6? Scheiße. Killerschwein, was sagt er denn? So. Ich glaube, es waren 6-4. Ja, ich glaube, es waren 6-4. Oh, der schlägt. Adako hat ja gerade das Tor geschossen. Ja. Dann ist 6-5, ja. Ja. Und er ist schon wieder drin. Jetzt steht 6-6. 6-6. Hat der Killerschwein jetzt 6 Tore oder 5 Tore? 6-6. Mich macht dieser Counter gerade wahnsinnig. Steht schon 6-6. Dann steht es jetzt 6-6. Okay, ich schreibe mir das gleich ganz altmodisch auf einen Zettel. Warum spinnt mein Counter jetzt so? Es geht auf jeden Fall weiter. Ich schreibe mir das jetzt tatsächlich auf. Geht ja gar nicht. Oh! Wo geht der Ball hin? Ui, der geht das war knapp. Raus aus dem Tor das und war schräg knapp. Dran vorbei. Das war echt knapp. Unglaublich. Adako schießt. Killerschwein wollte die Chance nutzen, hat aber verfehlt. Weiter, weiter! Oh und ja! Adako 7-8. Nein, 7-6. Ja, 7-6, ja. Ja, hey. Das wird das macht knapp mich ganz wuschig hier alles. Oh, die legen auch gleich los. Schau mal, gleich legen los. Die los. Das ist Adako ja unglaublich. Schießt zurück. Der Ball geht ja, jetzt der aus. Ist draußen. Eindeutig. Adako schießt. Hey, tja, bla, 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 bla. Pucha.
Er geht Richtung Wand. Und er schlägt und schlägt und schlägt. Und, leider raus. Wir haben noch 2 Minuten zu spielen. 2 Minuten. Was laber ich? Wir haben 4 Minuten zu spielen. Wie kommst du auf 2 Minuten? Wegen 8 Toren kam ich jetzt auf 8 Minuten. Killerschwein schießt und schießt und schießt. Der Ball fliegt quer über das Spielfeld. Killerschwein schießt weiter. Adako versucht abzuwehren. Er kommt nach draußen. Ist draußen. Eindeutig draußen. Adako hat gleich reingeschossen. Killerschwein kam gar nicht in die Möglichkeit, sich zu verschnaufen. Killerschwein schießt. Die zwei haben es echt eilig. Ja, die haben es echt eilig. Die sind sehr jetzt dynamisch. Richtig aggressiv. Knapp. Adako hat gut abgewehrt. Adako hat gut abgewehrt. Killerschwein hat gut geschossen. Leider war Adako etwas. Und er schießt und Killerschwein hat leider daneben. Das war ein heftiger Schuss und raus. Killerschwein hat Einhorn. Killerschwein darf Einhorn. Eindeutig Einhorn. Beide. Und er schießt. Der Ball rollt. Adako rollt. Oh ja, schön vorbei an ihm. Rechtzeitig draufgehauen. Und Adako trifft nicht. Der war gut, aber der Ball rollt zu weit. Ja, noch ist. Jetzt geht er wieder in die falsche Richtung. Entscheidend ist natürlich, den Ball ins Tor zu kriegen, nicht an ihm vorbei. Das siehst du richtig. Und er. Nein, ist noch nicht draußen. Nee, jetzt ist er draußen. Adako hat ihn rausgeballert. Dann darf Killerschwein. Killerschwein darf einholen. Jetzt wären sie gut ab, beide. Keiner gönnt dem anderen mehr ein Tor. Ja, jetzt wird. Also, Killerschwein darf Zeit auch keinen mehr reingehen lassen, sonst hat er schon verloren. Ja. Dabei hat er 6 Tore. Das ist nicht schlecht. Nein, das ist nicht schlecht. Noch ist alles möglich. Der Ball ist hinter dem Tor. Killerschwein rennt und rennt. Der Ball rollt. Killerschwein schießt! Das hätte was werden können. Adako einhornt. Ins Horn gehen können. Das war interessant gegen die Bande. Sie versuchen ihn wieder wegzukriegen. Killerschwein schießt. Er rollt auf Adakos Seite. Adako ist schneller in eine und Richtung. Wehrt ab. Killerschwein schießt aber scheinbar. Ich hab's nicht und draußen. Heide Feide. Ist das spannend. Wer wird gewinnen? Killerschwein setzt an. Leider daneben getreten. Schießt er nicht mehr auf sein eigenes Tor. Und ja, er schießt ihn raus. Und da hat Adako einen Wurf. Ein Horn, einen Schuss. Ein Schuss. Ein Wurf. Und er haut dazu. Killerschwein wehrt ihn gut ab. Er rollt. Ja! Und Tor für Killerschwein! Es steht 7-7. Alter, das ist ja unfassbar. Jeder braucht noch ein Tor. Wir haben noch 2 Minuten zu spielen. Also das wird ein spannend. Tor muss noch Adako fallen. Adako haut auf den Ball. Killerschwein! Nein! Das ist ja unglaublich. Der wäre ja fast drin gewesen. Unglaublich. Adako beißt sich in den Arsch, wenn er das könnte. Kann er natürlich Killerschwein nicht. Killerschwein legt los. Ei, der Fall. Killerschwein geht nach vorne. Killerschwein will gewinnen. Man sieht's. Adako hat was dagegen. Wo rollt der Ball hin? Killerschwein das war jetzt, haut daneben. Adako schießt. Oh Gott. Ist das spannend. Mir fehlt das Blut im Hirn. Vor lauter Aufregung. Das ist ja unfassbar. Killerschwein einhornt. Unfassbar. Adako geht in Verteidigungsposition. Und der. Da fliegt er vorbei. Oh mein Gott! Adako hat Einwurf. Jetzt ärgert sich Killerschwein genauso wie Adako vor ein paar Sekunden. Hat's endlich geschafft mit dem Scheiß-Counter. So. Der Ball fliegt in die nächste Ecke. Ich glaube Killerschwein. Ich bin mir nicht sicher, die beiden einigen sich auf Adako, dann habe ich es falsch gesehen. Der Ball, oh mein Gott! Das war natürlich gefährlich. Gut. Oh Gott, trifft er ihn! Das ist unglaublich! Dieser Torwart ist ein Meistertorwart. Das ist ja unglaublich. Und das war der nicht Ball schlecht. Der Ball fliegt schon wieder mit Richtung Tor. Spielen. Unglaublich. Und der Ball rollt in die Richtung Tor. Adako ist in der nächsten Runde. Killerschwein versinkt im Rasen. Verständlich, das ist so ärgerlich. Adako hat es geschafft. Aus irgendeinem Grund spielen sie weiter. Ihr habt 8-7 Unglaubliches geleistet. Wirklich Unglaubliches. Es ist einfach faszinierend. Ich hoffe, dass sie
sich gegenseitig trotzdem noch lieb haben nach diesem ich Match. Ich möchte Killerschwein die obligatorische pinke Trostente schenken. Die Trostente für den Killerschwein. Da war er so gut, aber Adako war ein kleines Stück besser. Das ist ja unglaublich. Also was das ein spannendes war Spiel. Wirklich äußerst spannend. Also ihr habt beide Höchstleistung gebracht. Und ich bin auf beide sehr stolz. Jawohl. Also, ja. Ihr wart richtig gut. Sehr gut gemacht. Und ich brauche erstmal eine kurze Verschnaufpause. Ja, und wir werden jetzt Werbung schalten. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Peace. Und da sind wir auch schon wieder nach der Werbeunterbrechung. Schön, dass ihr wieder da seid oder immer noch eingeschaltet habt. Wir kommen zu einem gigantischen, massenhaften, ich weiß auch nicht, mir fallen langsam keine Worte mehr ein, Meisterschaft. Einfach die letzte Runde in der Hammerball-Meisterschaft, die letzte Runde in der ersten Runde. Ja, du hast recht. Jetzt bin ich schon genauso verwirrt wie du. Und zwar mit Nino! Auf der rechten Seite! Der Silberwolf! Auf der linken Seite! Putsche, 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 putsche! So, wir losen aus, wer anfängt. Wer will Kopf, wer will Zahl? Wer will Kopf, wer will Zahl? Wer schneller schreibt, hat Glück. Dim, 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 dim. Kopf. Nino okay. Will Kopf. Putsche! Und das ist Kopf! An. Also, Nino darf anfangen. Silberwolf platziert sich. Perfekt. Genau. Dann geht's auch schon los. Geht's auch schon los, Nino ja. Nino macht Wahnsinn. Den ersten Schlag. Macht gleich einen heftigen Schlag. Haut daneben, aber trifft dann doch. Ui, ui, ui. Silberwolf. Nino fängt ihn ab. Ui, Nino. Oh, Silberwolf. Nicht. Oh, was macht was der Ball? Was ist da passiert? Der Ball ist ein bisschen komisch geflogen. Ich dachte schon, er fliegt jetzt ins Tor rein. Ja, dachte ich auch. Oh, Silber rennt auf Ninos Silber, Tor ja. zu, aber aha. schießt ihn in die Ecke. Nino hat einen Schlag. Nino darf einhornen. Nino. Nino? Du darfst Nino den darf. Ball von der Linie ab einwerfen, Einhorn. Einschlagen. Wir haben es als Einhorn deklariert. Genau. Also du kannst ihn dir auch mit dem Lift auf die Linie setzen, damit du besser drankommst. Oder so, so geht genau. auch. Genau. Da sehr gut, da geht's Ball weiter. Wieder. Die gehen sich nicht. Ich habe das Gefühl, sie schlagen beide in diese Richtung. Nein. Sie sind sich einig. Nee, die sind sich nicht und einig. Da rollt er ins Aus und ich glaube, Silberwolf hat Silberwolf einen, hat den raus, oder? Ja. Ich glaube, hat ihn raus. Ich glaube, Silberwolf hatte den raus. Ach so. Und es geht los. Ja. Oh, ach, da ist der Ball. Es hat geleckt. Oh, weh, oh, weh. Oh, oh, oh. Und. Oh, 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 er ist auf der Linie oder ist er da? Und Silberwolf haut ihn Tor rein. Tor für Silberwolf. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Tor ist gefallen. Nino darf den Ball nun in die Mitte legen. Und da bin ich mal gespannt, wie sein Rachefeldzug sein wird. Genau, wird er sich rächen. Oder wird er den Schwanz einziehen und sagen, ah, egal, ich lasse ihn gewinnen. Nein, das glaube ich nicht. Jeder will ins Halbfinale. Ist das so? Das wird nämlich bestimmt spannend. Buja, buja. So, Nino darf loslegen. Feuer frei. Und er schießt kräftig. Silberwolf wehrt ab, was schießt macht ihn er denn raus. Jetzt? Silberwolf hat ihn rausgeschossen. Das bedeutet, Nino darf ihn reinschießen. Nino darf einhornen. Sehr genau, gut. Er legt ihn sich schön auf die Linie. Einwandfrei. Ich bin gespannt, wie er jetzt vorgehen möchte. Er schießt aha, schräg, ich aber Silber trifft den Ball gut. Aha. Okay, Silber hat rausgeschossen. Raus, also das ist Nino ein wieder. Einhorn für Nino. Nino. 99 now. Und wieder ist der Ball viel im Aus. Sehr viel im Aus. Und er schlägt. Er schlägt. Aber Silberwolf kontert. Nein, oh, daneben, daneben. Vorbei. Er rennt hinterher, versucht den Ball noch irgendwie abzufangen, aber das wird nichts. Okay, Nino findet den Ball nicht. Oh, oh, der Ball oh, oh, rollt Richtung Ninos Tor. Oh, scheiße. Aber da oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, vorbei. Das war vorbei. Nino steht in seinem Tor. Eindeutig. Was macht Silber? Wartet darauf, dass Nino ihn in seine Richtung schlägt. Scheinbar. Ist aber er tut es auch noch mit Silber schießt. Nein, er trifft hat nicht. Hat nicht getroffen, aber das hätte echt gut klappen können. Das war klug. Oh, 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 oh. Es ist noch nicht vorbei. Es ist und Silber schießt ein Tor und ein Tor. Für Silberwolf. 2:0 für Silber. Legendär. Silberwolf freut sich. Nino gräbt sich ein Grab.
Aber Nino gibt nicht auf. Er nimmt sich den Ball, nein, legt ihn in die Mitte nicht. Und ist heiß drauf, weiterzumachen. Ninos Blut ist noch blau. Noch ist nichts verloren. Was blau? Ja, das er schießt. Der das war ein guter Schuss. Oh, und oh mein Gott, drin. Das ist ein Tor. Nino hat ein One-Hit-Wonder gemacht. Unglaublich. 2:1, er holt auf. Bam. Das war ein Tor. Das wird Silver Wolf sehr ärgern. Das könnte das Blatt komplett wenden. Gleich so dramatisch. Ja, natürlich. Alter Schwede, leck mich fett. Der so, Ball liegt Nino in der steht Mitte. Auch schon im Tor, das ist auch nicht verkehrt. Genau. Und Silver schießt aber nicht sehr fest. Der Ball das ist rollt, klug, lockt das ist klug, Nino, weil Nino aus dem vorrennt. Tor. Silver Wolf und er schießt, der Ball und, leckt an die Wand. Und der Ball verhält sich seltsam. Okay, sie schießen ihn an die Wand. Sie lassen sich nicht beirren. Oh, da sind sie beide. Silver Wolf holt aus und... Der Ball ja, er rollt. Wer, er wartet, dass es nicht um... Das ist, dumm. Ist Ninos Nino Ball. Nino darf einhornen. Ist das wieder spannend. Wahnsinn. Ich hatte ja schon gedacht, Nino zieht den Kürzeren, aber nach dem One-Hit-Wonder sieht alles wieder anders aus. So. Er schaut schon, in welche Richtung er schlagen sollte. Er hat sich entschieden. Okay, er hat sich entschieden. Der Ball rollt langsam. Silver Wolf schnappt ihn aus. Sich. Aber der Ball leckt schon wieder. Der Ball ist... ich weiß es nicht. Was Nino zur Hölle? Schlägt wie eine Bombe ein. Er trifft den Ball nicht jetzt. Jetzt fliegt der Ball Silver wieder, Wolf wie er läuft. Soll. Silver schlägt Wolf. Die Wand. Okay, oh, die der Ball rollt. Beide rennen. Pirouetten. Und Silver Wolf Torwart hält den Ball auf. Ein Segen für Nino. Nino will schießen, aber es klappt oh, nicht. Oh mein Gott. Das war heikel. Sie finden den Ball nicht. Er liegt noch nicht im Aus. Ja, nicht wirklich. Aber Nino schlägt. Hinterher, möchte nochmal schlagen. Rennt vorbei. Verblüffend. Silver trifft was auch passiert nicht. Da? Pirouetten. Der Ball fliegt. Der Torwart ist legendär. Und noch ein Versuch. Es ist vorbei. Ich würde mir so in die linke Arschbacke beißen, wenn ich Silberwolf wäre. Da ist der Ball im Aus und Nino darf Hunde können sich ihn in den Arsch beißen. Hat Nino ihn getroffen? Hä? Nino, du darfst einschlagen. Von der Wand von aus. Von der Linie aus, genau. Silberwolf Arschbacke ist jetzt weg. Steht noch 2:1. Es wird spannend. Nino so, duckt Nino und haut und drauf. Schlägt und oh schlägt. Je! Oh, Silver Wolf! Oh, aber daneben. Da hat Nino ihm den perfekten Winkel geschlagen. Und rollt er weiter? Oder? Wird er ins Ausrollen? Nein, ja. Er rollt nicht ins Aus, nee, aber Silver aus. Hat darauf gehofft. Er hat gehofft. Aber warum wartet Nino er? Er wartet, schlägt, bis der Ball. Weil er in der weiß, Mitte dass er ist. Von dieser Position eh keine Chance besser. Hat. Besser, ja, das ist auch klug. Und oh, er fliegt Richtung sein Silver. Tor. Silver! Oh, das war. Er hat ihn abgewehrt, aber er hat ihn ins Aus. Nino darf. Genau, er hat es lieber in den Ausgespielt, als wie zu riskieren, dass der Ball weiterrollt. Klug. Oh, das war leider. Jetzt liegt er am Tor. Ja, ne? Und wir sehen nichts. Da schießt Nino. Oh. Aber der Torwart steht bereit. Er hält ihn. Das ist ein Torwart wie ein. Oh. Und ein Tor für ja, Silver. Da stand der Torwart doch wieder nur am selben Platz wie immer. Da steht es 3:1. Für Silver. Schade, ne? Schade. Nino, das bedeutet, du musst nachlegen. Ja. Aber es ist noch alles offen, es ist noch alles möglich, lieber Nino. Ball liegt in der Mitte, ist platziert. Erzielt, Nino erzielt. Duckt sich. Vielleicht tue ich da an. Vielleicht holt ist das den da Hammer eine raus. Schleicht um den Ball. Ja. Und er schießt. Hat angetäuscht. Und jetzt von. Ja, ja, links. Gegen die Wand. Er rollt raus. Wer hat jetzt als letztes? Ich glaub, bin mir nicht Silber. Ganz sicher, bin aber sicher. Ich glaube Silber. Er hüpft oh, der Spieler hat keinen Bock mehr. Der Spieler hat das Spielfeld verlassen. Ja, also Sieg steht fest, ne? Nein, Spaß. Wird er schaffen, wieder zurückzukommen ohne Kuchen? Was ist denn die Tür? Sich. Ein Bild für die Götter. Das nenne ich eine Einlage. Heute wird was geboten, das werdet ihr nirgendwo anderes erleben. Der Türsteher hat ihn reingelassen, perfekt. Legendär. So, er steht wieder am Ball, ist bereit nach dieser kurzen, was auch immer. Erholpause. Genau. Nino greift an. Nino rennt.
Er rennt, er holt aus und er schlägt. Ah, es hätte gut klappen können. Es hätte echt gut klappen können. Und Silverwolf schießt und es ist ein Tor. Silverwolf hat ein Tor geschossen. Das macht leider 4:1. 4:1. Für Silver. Für Silver. Eindeutig. Nino überlegt sich jetzt eine andere Taktik, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn ich schaue, wie die Haarfarbe sich verändert hat. Der Ball liegt wieder in der Mitte. Ja, ja. Silver überlegt. Braucht seinen Hammer. Hat er ihn. Hammer. Und er schießt. Und? Oh, ja, da stand können. Silver hätte im was Weg. Können. Ah, da hat er aber Silver nicht die Rechnung mit Silver gleich zurück, aber... er rettet ihn vor dem Aus. Silver. Sie treffen den Ball nicht. Silver schlägt ihn Richtung Tor. Pirouetten. Nino versucht zu verteidigen. Ah, Silver hat ihn rausgeschossen. Nino darf Nino einhornen. Darf einhornen. Eindeutig einhornen. Er Nino positioniert sich. Überlegt, sucht den Hammer. Was wird passieren? Und haut drauf. Schlechter Ball, Winkel für Ball. Nino. Silverwolf will. Trifft aber nicht. Glück für Nino. Gut abgewehrt, Nino. Gut. Oh nein! Aber es hilft nichts. Vorbei. Und ins Aus. Nino darf ihn wieder einwerfen. Silver, du bist echt ein Fuchs. Monster. So. Nino schießt wieder. Es geht weiter. Silver hat wieder beinahe den Winkel abgepasst. Wo rollt der Ball hin? Gefährlich. Silver trifft nicht. Silver trifft. Lasse. Und? Wo ist der Ball? Er ist noch nicht drin. Nino stand auf dem Ball und hat ihn gesucht, hat es aber nicht gemerkt, dass er unter ihm ist. Er wollte ihn beschweren, damit er nicht reinrollt. Ja, da steht es leider 5:1 für Silver. Es hat leider nicht funktioniert. Wir haben übrigens ungefähr Halbzeit, also 5 Minuten Spielzeit haben wir noch. Noch ist alles möglich. Es sind nur 4 Punkte Unterschied. Es ist nicht entschieden. Die Meisterschaft ist noch komplett offen für euch. Nino schießt. Holt aus. Oh, Silver, das war ein guter Angriff. Aber der Ball will nicht. Nee, hat nicht ganz funktioniert. Silverwolf schießt zurück. Richtung Tor, aber oh, das weh, wird da Richtung rennen Torwart sie, da gehen. Rennen sie. Der Torwart steht gut. Der Torwart hat ihn. Nein! Oh, ist das zum Verzweifeln? Silver schießt, aber er schießt Nino vorbei. Nino hat mit gut verteidigt. Silverwolf greift weiter an. Latte. Nix. Da rollt er ins Aus. Dabei. Da muss ich echt aufstoßen. Da hat es mir echt die Sprache verschlagen. Hey, der Pfeiler. Nino darf einhorn. Aus Silver. Der Ecke raus. Er schlägt den immer so schräg. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, weil der dann genau im richtigen Winkel irgendwann liegt. Und Silver platziert sich, der weiß das auch, der steht genau an der richtigen Stelle. Ja, er muss seine Taktik umdenken. Nino geht auf die andere Seite. Natürlich jetzt gemeint für Silver. Der Ball liegt trotzdem direkt vor. Oh Tor, ja, aber ja. Silver, oh, da, was da macht wäre der Ball? Beinahe, rechts beinahe weg gewesen. Silver schlägt. Silver und nein, das gibt's nicht. Von dem Mittelfeld 6:1. Ins Tor. Das ist ja unfassbar. Was ein Schuss. Ziel, diese genau. Emotion. Diese Emotion. Unfassbar. Nino darf wieder von der Mitte aus was beginnen. Was wohl gerade in Ninos Kopf vorgeht, das möchte ich nicht wissen. Nino denkt nach. Er scannt das Spielfeld. Mhm. Er schaut, wo steht Silverwolf. Wie treffe ich das Tor? Er stellt fest, dass das Gras vielleicht überall gleich lang ist. Der Beton ist überall gleich grün angemalt. Oh, er holt aus. Wird schießen, wird er an Silver vorbeikommen und das Tor treffen. Silver blockt. Und schlägt. Schon. Das war leider nicht die Richtung des Tors. Er liegt leider in der raus. Ecke. Leider raus. Silver genau, Silver, ja. Oder? Silver ist, glaube ich. Ach, Silver darf, oder was? Ja, ich glaube, das war ja der erste Schlag und dann ist er rausgeflogen. Achso, hat Silver den Ball gar nicht getroffen. Ja, dann darf Silver den nicht. Ball schießen. Ich glaube, Silver darf. Aber das ist Ninos Chance, den Ball rechtzeitig abzufangen. Ich würde gar nicht so weit weglaufen. Nino rennt in die... Er rennt in die Mitte, da kommt der Ball. Schade, Silver schießt! Oh nein! Der Ball rollt
Aber er rollt vorbei. Glück für Nino. Nino hat ihn rausgeballert, hätte ich arg gemacht. Silver darf einwerfen, einhorn. Nino stellt sich gleich in Position zum Abwehren. Silver geht genau in die Ecke und haut mit Schwung drauf. Er rollt langsam. Nein! Das ist ja zum Heulen! Ich würde mich ja so auf den Boden schmeißen und das Gras essen. Und Nino ins Tor. Gibt's ja nicht. Das ist ja unfassbar. 7:1, wir haben noch 4 Minuten Spielzeit oder ein Tor für Nino. Ach, Silver. Gottchen. Dann ist es vorbei. Silver ärgert sich Nino ärgert sich bestimmt bis ins Abgrund von Scrap Mechanic. Bis das Spiel sagt, du spielst das Spiel falsch. Silver wehrt ab. Und Silver rennt Richtung Ninos Tor. Nino er rettet die Erbe, kann nichts mehr tun. Er kann nichts mehr tun. Das ist ein vorzeitiges Aus für Nino. Das war's leider. Baut eine Betonwand hin. Das hätte er vielleicht am Anfang tun sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Da kann man jetzt so zwei Löcher reinmachen. Ein Trostpreis für den Nino. Ja, die pinke Ente für Nino. Das ist dein Trostpreis. Du hast dich gut geschlagen, lieber Nino. Hat leider nicht ganz gereicht. Silberwolf, gut gespielt. Herzlichen vielleicht Glückwunsch. Vielleicht ein Tick zu gut. Willkommen im Halbfinale. Ja, willkommen im Halbfinale. Genau, jetzt hat Honiko und Bubs zwei Löcher reingemacht, jetzt ist es wie diese Torwand. Also Torwand schießen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind somit am Ende dieser Runde. Und Folge. Genau. Wow. Er schießt, trifft sogar da, dann gibt's ja nicht. Unglaublich, das wird ein heißer Kandidat für das Halbfinale. Das wird er definitiv. Vielleicht ja dann auch fürs Finale, wer weiß das schon. So, Marlin noch an die Wand. Wir sehen uns im nächsten Match. Marlin an die Wand. An die Wand mal. Okay, ich mal ihn an die Wand, den Silver. Ist er rot? Ach, ist schon. Nee, was hat er denn für eine Farbe gehabt? Keine Ahnung. Er war links, ne? Ja, so. So, dann sind die zwei. Oh, das ist nicht ganz der Farbton. Was tust du da? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. So. So. Das ist das Spielfeld. Ja, also, wir sehen uns im nächsten Match. Bis dann.